Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 4, Tag 18. Hallo, hallo, hallo und einen unglaublich guten Morgen. Ist das nicht schön, was für eine geistliche Vaterschaft Paulus uns vorgelebt hat? Darf ich eine Frage stellen? Paulus, der, so scheint es, nie verheiratet war und keine Kinder hatte, war ein so unglaublicher geistlicher Vater. Woher hat er das gelernt? Schau, Paulus verstand, dass alle Vaterschaft von Gott, dem Vater, kommt. Er verstand, dass ein wahrer geistlicher Vater keinen irdischen Vater repräsentiert. Er repräsentiert und reflektiert den Vater im Himmel, der der Beste ist. Wenn du das Gefühl hast, ein geistlicher Vater zu sein, denke immer daran. Versuche nicht für deine geistlichen Kinder ein großer irdischer Vater zu sein. Das Beste, was du deinen geistlichen Kindern geben kannst, ist es, das Vaterherz Gottes zu spiegeln. Wenn du dir einen geistlichen Vater wünschst, möchte ich dir hier einen guten Rat geben. Wenn du nicht lernst, vom Vater unserer Väter zu schöpfen, der unser wunderbarer Gott ist, wirst du von geistlichen Vätern nur verletzt werden. Es gibt Menschen, die einen geistlichen Vater suchen, weil sie etwas wollen und sie nicht gelernt haben, wie sie es von Gott bekommen. Das ist gefährlich, sehr, sehr gefährlich. Gestern bekamen wir eine Nachricht von einer Dame auf Instagram und Karen, die sich um mein Instagram kümmert, hat sie mir gezeigt. Diese Dame sagte: Ich habe gehört, dass du geistliche Kinder hast. Kannst du mich bitte adoptieren? Das würde mir helfen, meine Bestimmung zu erfüllen. Ich möchte dir nahe sein. Ich antworte nicht auf Botschaften. Ich kann nicht. Es sind zu viele. Karen zeigt mir nur die, die sie für wichtig hält. Weißt du, was sie geantwortet hat? Sie hat es mir gezeigt und gesagt: Ich hoffe, das ist in Ordnung, Reinhard. Sie antwortete: Reinhard adoptiert keine geistlichen Kinder mehr, weil er schon genau so viele hat, wie er versorgen kann. Aber wenn er noch welche adoptieren würde, stehe ich selbst schon seit ein paar Jahren in der Schlange. Suche nicht nach einem geistlichen Vater, weil du nicht gelernt hast, mit deinem himmlischen Vater in Harmonie zu leben. Schau, ich habe einen Sohn adoptiert, Clayton. Clayton hat nicht mich gewählt, sondern wir haben Clayton gewählt. Mit der geistlichen Vaterschaft verhält es sich genauso. Sogar mit Gott ist es genauso. Hat Jesus nicht gesagt: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt? Wir denken, dass wir durch Erlösung Gott erwählt haben, aber in Wirklichkeit haben wir das nicht. Wenn wir die wären, die Gott wählen könnten, hätte Gott sagen können: Tut mir leid, nein. Aber Gott hat sich für uns entschieden. Wir haben das Angebot Gottes, seine Kinder zu sein, angenommen und darauf geantwortet. Es ist sehr wichtig, den Unterschied zu verstehen. Was geistliche Vaterschaft betrifft, habe ich viele Menschen erlebt, die den Männern Gottes folgen, um sie zu geistlichen Vätern zu machen. So funktioniert es aber nicht. Der Vater wählt aus, wen er adoptiert. Du kannst also beruhigt sein. Wenn du keinen großen geistlichen Vater hast, mach dir keine Sorgen. Versuche nicht, sie zu verfolgen oder zu überzeugen, es zu werden. Erspare dir diesen Schmerz. Paulus sagte, der Grund, warum er ihn schicken kann, ist, weil er dem Herrn treu ist. Aber schau, was er noch sagte. Und er wird euch daran erinnern, wie ich mich verhalte, als jemand, der in Einheit mit Jesus, dem Gesalbten, lebt. Ist das nicht interessant? Paulus sagte also zu den Menschen in Korinth, dass, wenn Timotheus kommt,
bevor er sie an alle Lehren des Paulus erinnert, was er natürlich auch tun wird, sie zuerst daran erinnern wird, wie Paulus sein Leben als einer lebte, der mit Jesus vereint ist. Wenn wir ein religiöses Verständnis haben, wäre das arrogant und stolz. Stell dir vor, Timotheus geht zu dieser Gemeinde und sagt, Paulus schickt mich, um euch daran zu erinnern. So lebt er in dieser Situation, das ist es, was er bei Problemen tut. In der Krise reagiert er so, während er gehasst wurde, hat er geliebt. Timotheus stand offensichtlich eine ganze Zeit lang da und erzählte, wie Paulus lebte, wie er sich verhalten hatte. Ich habe eine sehr ernste Frage an dich, eine, die dich herausfordern und vielleicht verletzen könnte. Aber es wird ein guter Schmerz sein. Wenn die Leute in der Gemeinde von dir und wie du dich im Leben verhältst erzählen würde, wäre das okay für dich? Wärst du glücklich darüber, wenn die Leute das tun? Stell dir vor, sie erzählen in den Gemeinden, wie du dein tägliches Leben führst. Wenn du jetzt nicht sagen kannst, oh, das wäre so wunderbar, denn das würde die Menschen in der Gemeinde inspirieren, herausfordern und aufbauen, dann hast du ein Problem. Ich denke, wir werden morgen weiter darüber sprechen.